Ja, werte Webinarteilnehmer, ich darf Sie begrüßen zum heutigen Webinar der Dennert Baustoffwelt. Wenn ich sage wir, dann ist es natürlich so, dass ich nicht alleine bin, sondern mein Kollege wird mich wieder unterstützen. Ingo, bist du da? Ja, hallo. Hallo Ingo, ich würde mal sagen, ich übertrage dir das Wort. Stell dich kurz vor. Im Anschluss werde ich mich kurz vorstellen. Alles klar. Danke, Flo. Sehr geehrte Webinarteilnehmer, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Ingo Kalusche. Ich bin SAK-Meister und bei der Firma Dennert für thermoaktive Bauteile, sprich Klimaprofil oder die Externdecke, zuständig. Also alles, was mit thermoaktiven Bauteilen zu tun hat, werden sie wahrscheinlich mit mir zu tun haben, so, wenn wir aufeinandertreffen. Genau, Ingo. Jawohl. Genau. Dafür bist du Hauptverantwortlich bei uns. Kontaktdaten sind hier auf der Folie eingeblendet. Dann übernehme ich, stelle mich kurz vor. Mein Name ist Florian Zösch. Ich bin im Hause Dennert für Großkunden zuständig. Bin jetzt seit 10 Jahren an Bord. Bin Bautechniker, Energieberater und jetzt eben vertrieblich für Großkunden zuständig. Mein Co-Moderator hat sich schon vorgestellt. Ich darf noch ein bisschen organisatorisches kundtun. Und zwar wird nach dem Webinar die Chat-Funktion freigeschalten. Das heißt also bei Ihnen in der Software nicht die Fragefunktion, sondern Chat-Funktion. Hierüber können Sie uns noch einige Fragen stellen, auf die wir gerne eingehen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, im Nachgang noch über die Webinar-Software per Mail, per Telefon, unsere Kontaktdaten sehen Sie hier, weitere Fragen an uns zu richten. Gerne nehmen wir die nächsten Tage dann mit Ihnen Kontakt auf. Ja, der Ingo und ich, wir machen das nicht jeden Tag zusammen. Deswegen würden wir uns freuen, wenn Sie sich im Anschluss an das Webinar kurz Zeit nehmen und den Feedbackbogen für uns ausfüllen. Wir nehmen ja, Kritik und Lob gerne an, sage ich mal. Nehmen das uns zu Herzen für die nächsten Webinare. Ingo, aber ich denke mal, wir sind jetzt schon etwas eingespielt. Das dürfte heute eigentlich flutschen. Hoffen wir Na, es, ja. Logo. Im Nachgang bekommen Sie natürlich auch noch die Präsentation zur Verfügung gestellt. Und ja, würde ich sagen, soweit zum Organisatorischen, gehen wir doch direkt ins Thema ein. Ja, Thema des heutigen Webinars. Energieeffizientes Bauen mit Raumklimadecken zum Heizen und Kühlen am Beispiel unserer DXTERM bzw. unserem Klimaprofil. Ja, wie ist die heutige Denkweise? Der Energieverbrauch wird mehr und mehr zu einem entscheidenden Kriterium für den Wert eines Gebäudes. Ich habe die letzten Tage diesen roten Satz dazu noch ergänzt, und zwar die derzeitigen Krisen und Konflikte hier auch bei uns auf europäischem Boden beschleunigt dieses Umdenken. Leider Gottes, wir hoffen alle, dass die schrecklichen Bilder und Nachrichten uns bald nicht mehr ereilen. Aber was bleiben wird, ist natürlich die Denkweise, was die Energieversorgung von uns betrifft. Von daher wird diese Energieeinsparmaßnahmen, da werden uns wahrscheinlich noch im Laufe der nächsten Wochen und Monate einige neue Regelungen ereilen. Und deshalb ist es umso entscheidender, dass bereits bei der Planung des Rohbaus, also der Gebäudehülle, und der technischen Gebäudeausstattung die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und dafür sehe ich uns, wir als Firma Dennert und Sie als Planungsverantwortlicher, irgendwo schon in der Pflicht, unserer Kundschaft entsprechend ratend zur Seite zu stehen. Ja, ich bin ein bisschen ein Freund von Statistiken, von glaubhaften Statistiken, muss ich natürlich sagen. Ich pflege das immer ganz gerne am Anfang mit ein, dass ich nur eine Statistik bringe. Ich habe da den Gebäudereport 2021 der DENA in dem Fall eingefügt. Und zwar habe ich hier eine schöne Statistik gefunden, was den endenergiebezogenen Gebäudeverbrauch betrifft. Und zwar sehen wir in den großen Kreis zunächst mal alle Gebäude zusammengefasst. Da haben wir einen Energieverbrauch von 865 Terawattstunden. Wir blicken zunächst mal auf den rechten oberen Kreis, die Wohngebäude, und vor allem blicken wir auf die Raumwärme, die jeweils in dem Kreisdiagramm angezeigt ist.
Genau, was ich noch sagen wollte, die Raumwärme der gesamten Gebäude, also diese 658 Terawattstunden, die für Raumwärme hergenommen werden, das sind 76% der Gesamtenergie, die aufgewendet wird. Darauf entfallen für die Raumwärme unserer Wohngebäude, das sind also mal 66% Wohngebäudeanteil dabei, darauf entfallen 454 Terawattstunden wieder an Raumwärme, was wir nutzen oder verbraucht haben. Bei den Nicht-Wohngebäude ist es entsprechend etwas weniger. Zum Vergleich bzw. zur Verdeutlichung habe ich mal die Zahlen von 2019. Man sieht bei den jeweiligen Endenergieverbrauchen eine Tendenz nach unten. Es ist aber für mich nur eine Tendenz, aber das wird sich, glaube ich, in Zukunft noch stärker nach unten korrigieren. Dafür werden die Weichen ja aktuell sehr stark gestellt. Absolut. Genau. Ich glaube, da wird uns, wie ich es bereits gesagt habe, noch einiges ereilen. Ja, und in dem Gebäude, DENA Gebäudereport von 2021, ist im Kapitel 4, diesmal wurde ein eigenes Kapitel dafür geschaffen, eben die Wärme und Kälte behandelt. Und da ist ein ganz interessanter Satz zu finden, den ich gerne eingebaut habe. Und zwar sind sich Forscher hier einig, dass sich der Anteil an Raumkühlung in Deutschland, vor allem aufgrund der steigenden Anzahl an heißen Tagen, erhöhen wird. Das ist kein Geheimnis, dass die warmen Tage bei uns zunehmen. Wir hatten jetzt im März, also ich war ganz froh, da konnte mit den Kindern schon richtig Frühling genießen draußen, die warmen Tage, aber in den Sommermonaten, die letzten Jahre haben es gezeigt, wird es mehr und mehr doch etwas nach oben gehen mit den Temperaturen. Daher die Denkweise, ganzheitliches Temperieren unserer Gebäude. Das heißt, im Winter müssen wir heizen und im Sommer wird gekühlt. Darauf müssen wir uns einstellen oder haben wir uns schon eingestellt, denn der Prozess ist ja schon länger im Gang, ist ja kein Geheimnis mehr. Ich denke, wir sind da alle schon etwas vorbereitet darauf. Nur in Zukunft werden wir uns damit stärker befassen. Ja, Ingo, jetzt bringe ich dich mal ins Spiel. Gut, dann die nächste Folie behandelst du und lässt unseren Teilnehmern etwas über die wichtigen Entscheidungen erklären. Absolut. Es gilt eben, geringe U-Werte zu erreichen, das heißt, schon direkt bei der Planung zu berücksichtigen, wie Fenster, Wände, ja, ich brauche jetzt nicht hier alles aufzählen, aber Vermeidung von Wärmebrücken, das heißt, Heizkörpernischen ist immer ein Thema gewesen. Wenn man die natürlich ganz vermeiden kann, ist das natürlich super. Energieeffizientes Heiz- und Kühlsystem. Wir haben jetzt in naher Vergangenheit gesehen, dass jetzt wie schnell man sich von Gas verabschieden kann. Das wird uns wahrscheinlich noch etwas beschäftigen. Genauso wie die Brauchwasserbereitung. Ne? Und ich zähle jetzt da auch die Beleuchtungstechnik auf jeden Fall mit dazu. Ne? Ja, dann rein für Madennert ging es mal darum, zwei Fachbereiche zusammenzufassen oder zu übergeben oder ne, eigentlich verschmelzen die mittlerweile schon fast als eins. Ne, und dazu gehört die Bautechnik und die Gebäudetechnik. Ne, wie man es jetzt hier schön sieht, die zwei Zahnräder, die ineinander greifen. Das heißt, je eher sie auf uns zukommen, desto besser können wir sie beraten und eben Hilfestellung leisten und mögliche Schwachstellen vermeiden. Ja, Merksatz in dem Sinn, ein optimales Zusammenspiel von Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung und Wärmeübergabe. Man sieht es wieder an die Zahnräder, perfektes Zusammenspiel, ne, aus der gesamten Effizienz erhöht natürlich die gesamte Anlageeffizienz. Ja. Gehen wir mal auf das
Wohlbefinden ein. Jeder Mensch fühlt sich bei anderen Temperaturen wohl. Es ist laut Studien erwiesen, dass man bei einer geringeren Raumtemperatur man sich eigentlich agiler, motivierter fühlt. Ja, also es gibt da ein paar Eckpunkte dazu, an denen man das festmachen kann. Oder ja, hier, wie jetzt beispielsweise Wärme ist nicht gleich Wärme. Das bedeutet die Übertragung, ne, wie jetzt halt Konvektion oder Strahlung, ne, Temperaturen und die Verteilung sind wichtig, ganz klar, habe ich gerade schon angesprochen. Das Behaglichkeitsempfinden ist von jedem Menschen ist unterschiedlich. Allerdings Zugerscheinung oder Ähnliches ist für keinen angenehm. Ne? Auch Staubaufwirbelungen sind natürlich ja, in gewisser Weise eigentlich nur ein Störfaktor. Ne? Und in niedrigere Temperaturen erzeugen ein behaglicheres Raumgefühl oder Raumklima. Ne? Also dieses, man will ja immer dieses Well-Balance-Feeling haben. Ne? Schönes Wort, ne? Wollen wir erreichen, natürlich. Das ist das Ziel. Ja. Und ja, für den menschlichen Körper ist es einfach wichtig, dass er genauso viel Wärme abgeben kann, wie er erzeugt. Und das in alle Seiten. Ja? Und dann fühlt er sich wohl. Und das versuchen wir zu erreichen mit unseren Produkten. Und ich denke, da sind wir auch auf einem sehr guten Weg. Ja. Ja, Ingo, dann gehe ich doch mal, die nächste Folie weiter. Warum über die Decke? Kann das funktionieren? Welche Varianten gibt es? Kommen wir dann später dazu. Dazu hätte ich noch eigentlich einen ganz bedeutenden Satz vom Dr. Töring, der RWTH in Aachen. Bei diesem Institut haben wir schon viele Labortests durchgeführt. Und der Satz sagt eigentlich so etwas unsere Denkweise ein bisschen aus. Wir müssen uns jetzt nur, wir werden alle in irgendeinem Raum sitzen, wir schauen nach oben. Die größte Nettofläche ist eben die Decke, die unverbaut bleibt, wenn wir nach unten schauen. Ich habe hier zum Beispiel bei mir im Büro zwar einen gefliesten Boden, aber dann liegt ein Teppich aus, da stehen Möbel, da ist eben gesperrte Fläche einfach und eben dieser Satz, dass die Möglichkeit über die Geschossdecke das Raumklima zu beeinflussen, sind erheblich. Ihre Wirkung ist nahezu unabhängig von der Raummöblierung, was bei Wand- und Bodenflächen nicht gegeben ist. Genau hier zielt unsere Denkweise ab, die größte unverbaute, dauerhaft unverbaute Nettofläche des Raumes herzunehmen und eben damit für die Klimatisierung des Raums zu sorgen. Ja, jetzt ist Decke nicht gleich Decke. Welche Varianten gibt es? Es gibt, ich glaube, das ist wahrscheinlich die bekannteste, gängigste Variante, die viele von Ihnen schon irgendwo aufgeschnappt haben, ist eben die thermische Bauteilaktivierung, die Betonkernaktivierung. Wie funktioniert das? Das heißt, ein mittiges Heizrohrregister wird eben mit entsprechend warm temperiertem Wasser durchflossen. Der Betonkern oder der umliegende Beton erwärmt sich somit und gibt dann nach einer gewissen Anlaufzeit eben die Wärme, die gespeicherte Wärme an die Umgebung ab. Aber eben dadurch, dass hier der vollmassive Kern erst temperiert werden muss, bevor dann eben die Wärmeübertragung stattfindet, sprechen wir hier von einem trägen System. Wir verfahren da etwas anders mit unserer TX-Dämmdecke. Ingo, vielleicht gehst du so ein bisschen auf die Vorgehensweise mal drauf ein mit den nächsten Folien. Dann übergebe ich dir gerne mal. Ja, danke. Hier sieht man jetzt ein Schnittmuster oder künstlich erzeugtes Muster von unserer Decke, in dem man die Heizschlangen schön sieht, schön erkenntlich dargestellt. Hierbei handelt es sich um klassische Röhrendecke mit Hohlkammern, ne, die mit Luft gefüllt sind.
In dem Sinne ist es für die thermische Seite ein Vorteil, weil Luft ist schlechter Wärmeleiter in dem Fall und somit wirkt sich sagen wir, 95% der Wärme, die übertragen wird über das Rohr erst nach unten aus. Ne? Somit dient die Luft im Endeffekt als Isolierung. Kann man so sehen. Ja. Das heißt, ich habe wirklich 95% der Energie oder der Wärme, die oder in dem Fall auch Kühlung, die ich direkt in den Raum abgeben kann oder dieses System abgibt. Und damit erreiche ich natürlich eine flinke, schnelle Heizung oder Kühlung. Und das Ganze mit einem System. Genau, Ingo. Das ist ja unser Ziel gewesen, unser Ansatz vor vielen Jahren schon, als die DX-Therm-Decke eingeführt wurden, eben möglichst rasch die eingebuddelte Energie, sage ich jetzt mal, in den Raum abzugeben. Und das hier, das ist ja ein wasserbasiertes System eben. Und jetzt sieht man mal in den nächsten Folien, Ingo, gehst du noch ein bisschen bitte drauf ein, wie denn eben der Querschnitt der Decke nochmal ein bisschen genauer beschrieben wird. Ja, also hier sieht man eben ein Schnittmuster, Querschnitt von unserer Decke. Ganz unten jetzt sieht man die Heizleitungen. Ja, genau. Die sind 16,5 voneinander. Also von Mitte ist der Abstand 16,5. Man sieht, es ist wirklich ein minimaler Aufbau von der Deckenunterkante bis Mitte Rohr. Somit erreiche ich wirklich 95%. Das heißt, wirklich flinke Raumtemperierung. Und das Empfinden ist schon nach kürzester Zeit also zu spüren. Jetzt natürlich nicht der ganze Raum, ist ganz klar, aber merklich spürbar. Ja, nicht wie jetzt bei der Fußbodenheizung träge und erst ja, nach einer halben Stunde oder so. Ja, vielleicht. Okay, gehen wir mal auf die Daten und Fakten ein. Flo, vielleicht kannst du dazu Ja, noch. ich kann klar noch ein bisschen was dazu erzählen. Es handelt sich ja bei unserer DX-Vollmontagedecke um ein fertiges Bauteil zunächst mal, das ja werkseitig vorproduziert ist, an die Baustelle geliefert wird, von uns mit Montagearbeiten angeboten wird. Das heißt also, an der Baustelle sind die Vergussarbeiten nur noch für den Ringangel- und Fugenverguss vorzusehen. Wir haben unsere Decke in der im Ausgangsmaß von 20 cm Deckenstärke, wahlweise dann oder nach Beanspruchung auch eine 24er Decke. Ich würde aber jetzt sagen, Ingo, auf diese ganze Zahlenspielerei, was hier die Folie aussprechen soll, gehen wir gar nicht so tief ein. Das wird natürlich jetzt auch ein bisschen den zeitlichen Rahmen sprengen. Was mir wichtig ist, ist aber noch unsere Messung der thermischen Leistung. Die möchte ich noch ganz kurz ansprechen. Und zwar haben wir da erst 2017, 2018 die neuesten Messungen vornehmen lassen und hier die Messergebnisse entsprechend korrigieren, nach oben korrigieren können, worüber wir uns sehr gefreut haben. Aber wir hatten das schon im Gefühl, deswegen haben wir natürlich neue Messungen beauftragt. Wir haben sämtliche technischen Informationen über unsere Produkte sind bei uns auf www.dennert.de im Downloadbereich zu finden. So auch hier zum Beispiel dieser thermische Leistungsbericht, den Sie da im Einzelnen durchschauen können, oder auch Schallschutz, was Schallschutz betrifft, und. Also wirklich hier stellen wir uns wirklich offen dar und da kann sämtliche technischen Informationen oder weitergehende Informationen runtergeladen werden. Das war mir wichtig dazu zu sagen. Aber wenn es spezielle Fragen gibt, dann vielleicht im Nachgang mit uns noch darauf eingehen.
Ich will vielleicht noch was zu der Leistung Ja, sagen, die da gerne. rausgekommen ist, zur Heizleistung. Und zwar sind wir jetzt da ausgegangen von 15 Kelvin, also das heißt Temperaturunterschied von Vorlauf zur Raumtemperatur. Und da sind wir bei einer Heizleistung von 74 Watt pro Quadratmeter und bei einer Kühlleistung, da sind wir allerdings bei 8 Kelvin. Ja, da sind wir bei 15, 16 Grad begrenzt. Sind wir bei 50 Watt. Jawohl, sehr gut, danke für deine Information noch, was sehr wichtig ist natürlich. Ist mir ein bisschen entgangen. Super, dass du das noch kurz übernommen hast. Ja, gehen wir ein wenig tiefer in die Funktionsweise nochmal ein, Ingo. Und zwar Genau. Heizen über die Decke. Wie funktioniert das? Wie wird hier Wärme übertragen? Sollen die nächsten Folien ein bisschen begreifbar machen, sage ich mal. Wir haben hier auf der nächsten Folie zunächst den textlichen Part. Aber Ingo, ich würde sagen, wir blicken mal auf die nächste Folie, und du erklärst eben kurz, was da im Raum vor sich geht, eben Ja. im Heizfall. Ja, so. So. Hier sieht man schön die Wärmeverteilung, logischerweise über Strahlungswärme. Wir haben hier einen Heizbetrieb, die Decke, das heißt Oberflächentemperatur von 26 Grad. Ja, dann haben wir die Innenwände und sogar die Außenwände, Fenster. Alles mit 22, 23 Grad, sogar der Fußboden wird flächendeckend erwärmt über die Strahlung und erreichen somit eine kontinuierliche Raumwärme von 20 Grad. Ja, oder nach Nutzerverlangen, sage ich mal, entsprechend anders ausgelegt, ja dann, Ingo, Ja, ne? Weil selbstverständlich. unsere Heiz- und Kühlersberechnungen sind natürlich stark nutzerorientiert, aber dazu kommen wir ja später noch. Ja, wir sind jetzt hier einfach vom Standard mal ausgegangen. Genau, richtig, Ingo. Gut, Ja. gehen wir eins weiter in die Animation, die ich mal starten darf. Ja. Ingo. Hier sieht man schön die gleichmäßige Wärmeübertragung ne, von oben nach unten, von der Seite, wie jedes Bauteil wirklich gleichmäßig erwärmt wird. Ne. Genau, die Animation ist zwar schon etwas alt, das sieht man an dem Flackern und Flimmern im Bild, aber ich finde, genau diese kleine Animation drückt es aus, was wir uns hier zu eigen machen mit unserer DX-Terndecke oder auch dem Klimaprofil. Und zwar letztendlich ist die Funktionsweise wie die der Sonne. Ingo, das haben wir jetzt noch gar nicht ins Spiel gebracht. Und zwar hier ist es immer am besten verständlich für jeden. Wir hatten jetzt schon ein paar warme Tage, wenn wir da rausgegangen sind. Unser Körperoberfläche war in der Sonne gestanden. Wir haben schöne, behagliche Wärme empfunden. Nichts anderes macht die Decke hier im Gebäude. Sie strahlt Wärme ab, gibt es auf die Oberflächen. Die Oberflächen geben das wieder weiter, entsprechend weiter. Und somit ergibt sich sozusagen im geschlossenen Raum ja dieses Well-Balance-Feeling, so wie du es vorhin schon mal gesagt hast. Genau. Ja, Ingo. Es gibt verschiedene Heizsysteme, auf die wir noch mal ein Genau, bisschen machen wir eingehen gleich. wollten. Ja. Ich blende mal die nächste Folie ein und übergebe dir wieder. Ja, okay. Hier sieht man konventionelles Konvektion über die Heizung. Das heißt, die warme Luft steigt nach oben, schwebt sozusagen an der Oberkante. Der Decke und kühlt dann so langsam ab und man sieht sie hier fällt nach unten, da wo man es eigentlich nicht haben möchte, kühlt die Wärme eigentlich schon wieder ab und könnte vielleicht zu Zugerscheinungen ganz unten, da beim Höhebereich des Tisches vielleicht schon zu Zugerscheinungen führen. Ne? Also eher ja, veraltetes Wärmeübertragungssystem eigentlich. Genau, ich denke aber, Ingo, sind wir uns einig, ein veraltetes System, das heutzutage im Neubau ja nicht mehr zum Tragen kommt oder Eigentlich kommen wird. Na, Gott sei Dank. Gut, gehen wir weiter, Ingo. ja. Ja, bei der Fußbodenheizung ist es so, ich habe Flächenheizung auch über Strahlung
im Endeffekt, allerdings hier von unten. Ich habe leider Verluste zu verzeichnen in den Bereichen, wo ich jetzt Möbel stelle. Sieht man hier schön einen Tisch. Ne? Das muss ich jetzt natürlich dann wieder abziehen. Da strahlt dagegen. Ich habe erst einmal grundsätzlich meinen Fußbodenaufbau. Vielleicht mit Holz, Fliesen, egal. Also es wird erstmal der Baukörper aufgeheizt. Ne? Dann habe ich Tische, Stühle, die störende Gegenstände ganz einfach, die ich wieder von der Leistung abziehen muss. Ja. Gut, gehen wir zum nächsten Ingo. Bei der Wandheizung ist es im Endeffekt ähnlich wie bei der Fußbodenheizung. Ich habe ebenfalls die Übertragung über Strahlung etwas besser genutzt. Allerdings da habe ich auch wieder den Nachteil, sage ich jetzt mal, dass ich da ja wieder dann gehemmt bin. Ja, wo kann ich jetzt mal einen Schrank stellen? Ne? Da habe ich locker schon mal ein bis zwei Quadratmeter wieder Verlust, ne? Dass ich ja eigentlich so nicht haben, den ich ja mit niedrigen Vorlauftemperaturen eigentlich so wieder verliere. Ne? Genau. Ich glaube, wir Ja. sind uns aber einig, dass gezielt eingesetzte Wandheizung, wir werden es nachher nochmal ansprechen, auch durchaus sinnvoll sind. Wir In stellen einem ja Bad auch, oder so. Ja. genau, richtig, dahin drauf wollte ich abziehen, wir stellen ja auch Fertigteilwände her, die eben die Funktion beinhalten können oder eben das Klimaprofil, das als Wandheizung genutzt werden kann, werden wir dann noch ein bisschen vorstellen. Ich denke also, punktuell macht es durchaus Sinn und ist auch wirklich eine Bereicherung, wenn man sich damit ausstattet, Genau. aber als Tendenziell habe ich Grundsatzgedanke da hilft das nicht. 20% Verlust, ja. Genau. So, und jetzt, Ingo, kommen wir noch zu dem unsrigen System. No, jetzt. Ja, hier habe ich flächendeckende, also flächenbezogen, die größtmögliche Nettofläche, die zur Verfügung steht im Raum, vollflächig im Endeffekt zur Wärmeübertragung genutzt. Ich habe keine störenden Gegenstände, höchstens mal eine Lampe, die man hier sieht. Ansonsten wird jedes Bauteil schön erwärmt, wie das Sofa, der Tisch. Hier die Dame und der Schreibtisch, der Boden, Wände, Fenster. Ja, Genau. und das Ganze natürlich auch im Sommer dann im Gegensatz zur Kühlung. Ja, da funktioniert es dann im gegensätzlichen Prinzip, aber Darauf kommen wir dann auch noch, Ingo, würde ich sagen. Also genau, hier würde ich sagen, ja. das grundlegende Absorbieren, Reflektieren ist hier vielleicht so die Schlagwörter, die man dazu breit sagen kann noch. Ich denke mal, ein System, das wirklich dadurch, dass es eben die größte Nettofläche ist, niedrigere Vorlauftemperaturen gewährleisten kann, somit ein System, über das man unbedingt nachdenken sollte im Heiz- und Kühlfall. Ja. Aber bevor ich jetzt ein bisschen mehr preisgebe, Ingo, die Vorteile unserer DXTerm-Deckenheizung möchtest du bitte noch machen. Ja, klar. Die Vorteile, so mal die Vorteile, und zwar natürliches Heizen nach dem Vorbild der Sonne, na, hat man gerade schon gesagt, gleichmäßige, schöne Wärmeverteilung über die komplette Fläche, niedrige Vorlauftemperaturen, kleiner als 40 Grad. Ist ja mittlerweile schon zwingend erforderlich. Geringer Energieverbrauch, keine trockene Heizluft, auch ganz wichtig, keine Zugerscheinungen, keine Heizkörpernischen, hatte ich vorhin auch schon mal angesprochen, wartungsarme Lösung, keine komplexe Kältetechnik notwendig. Ja, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Ja. Heizen und kühlen mit einem System, genau. Genau, Ingo, ich Was denke da mal. vielleicht noch Ja, vergessen wurde oder bitte. was wir da vielleicht noch dazufügen können, dass man wirklich keine ja, Staubpartikel etc. Aufwirbelt, keine Verwirbelungen entstehen.
sprich Allergiker oder so, Richtig. ja, oder ne, im Kindergartenbereich, sage ich jetzt mal, ist es absolut das Plus. Ne? Richtig. Und das ist nicht zu unterschätzen, wie wir inzwischen wissen. Das sollten wir unbedingt hier in die Präsentation noch mit aufnehmen. Das Thema Staubverwirbelung. Und zwar für mich anfangs jetzt auch nicht so wirklich das entscheidende Kriterium. Aber es gibt durchaus viele, viele Leute, die Allergiker sind und die eben nach Systemen suchen, die möglichst staubfrei oder die Verwirbelung eben nicht erzeugen. Richtig, Ingo, sollten wir noch ergänzen. Ja. Gut, Ingo, ich würde sagen, das Thema Heizen schließen wir erstmal ab. Genau, gehen wir zum Kommen Kühlen. wir zum Kühlfall. Da würde ich jetzt wieder einspringen. Ja. Und zwar, das Bild sagt es ganz schön aus. Temperiertes Kühlen über die Decke, wie funktioniert das? So wie hier der Mann eben in seinem Büro sitzt, so haben wir uns früher, als ich noch im technischen Büro bei uns in der Zentrale in Schlüsselfeld gesessen war, haben wir auch ähnlich ausgesehen. Inzwischen hat sich das zum Glück gewandelt, denn auch wir haben aufgerüstet. Aber jetzt gehen wir in die Funktionsweise. Um eben nicht mehr zu schwitzen, muss man ein bisschen was verstehen. Diese Folie hat zunächst wieder den textlichen Part, wo ich jetzt gar nicht einfach vorlesen möchte. Wichtig ist eben, dass wir uns eben dem System der passiven Kühlung hier anschließen. Das heißt also, es ist keine Air Condition, sondern unsere DX-Thermdecke wird im Kühlfall eben als passive Kühlung eingesetzt. Wir blicken wieder in den altbekannten Raum vorhin, als wir das Thema Heizen erklärt haben. Hier also nun in den Sommermonaten. Wir haben außen schöne, gemütliche 30 Grad. Es scheint also die Sonne. Ein richtig schöner Sommertag, wie wir uns alle den wünschen. Im Inneren unseres Gebäudes spielt sich allerdings einiges ab. Und zwar, unsere DX-Thermdecke kam zum Einsatz, eine reversible Wärmepumpe, die nun, ich sag mal, gekühltes, temperiertes Wasser haben, nach vorheriger Berechnung ausgelegt. Somit erzeugt es eine Oberflächentemperatur von ca. 18 bis 20 Grad. Das heißt also, die warme Luft im Raum, die erwärmte Luft, trifft an die größte Oberfläche im Raum, der Decke. Die Wärme in dieser Luft wird durch eben diese gekühlte Oberfläche abgeführt in unserem wasserbasierten System und eben erneut gekühltes Wasser nachgefüllt durch das System. Hier muss man natürlich in der Berechnung, die hier ganz wichtig ist, muss man natürlich beachten, Tauwasserausfall und so weiter. Von daher erwähnen wir das immer wieder mit diesen Berechnungen, die wir ja als Dienstleistung mit anbieten, denn das System muss richtig ausgelegt sein, damit es auch richtig funktioniert. Ja. Wenn das System eben entsprechend ausgelegt ist, die Decke funktioniert, nimmt die warme Energie aus der Luft heraus, führt sie ab. So schaffen wir circa eine Raumluft jetzt hier in dem Fall von 25 Grad. Und im, ja, so Was im, beachtlich ist, ne? ja, richtig, Ingo, was absolut beachtlich ist, was man so als Temperatur, als mögliche Temperaturabsenkung von circa 5 Grad imstande ist, mit unserer Decke zu leisten, was echt viel ist, denn ich bin der Meinung, man spürt jedes Grad, wenn man einen Raum betritt, der eben mit diesem System temperiert wird, man spürt jedes verminderte Grad, das dieser Raum eben hat, spürt man am eigenen Leib. Man fühlt sich dann natürlich auch frisch und munter, entsprechend der Räumlichkeit. Man muss es einfach mal gefühlt erlebt haben. Aber grundsätzlich eben, wenn die Kühlung läuft in den Sommermonaten, ist es einfach ja ein richtiges Well-Balance-Feeling. Jetzt haben wir es schon wieder ins Spiel gebracht, aber dem ist auch so. Ohne Zugerscheinungen oder Genau, die blasende, ne, von der Klimaanlage blasende Luft Genau, oder richtig, Ingo. Jawohl, wir haben ja hier ein wasserbasiertes System in der Decke. Das heißt also, es hängen nicht irgendwelche Ventilatoren oder sonst irgendwas an der Decke, an der Wand, die hier irgendwelche Geräusche machen, sondern es ist zugluftfrei und geräuschlos die Kühlung möglich. Ja, ich habe vorhin die Berechnungen angesprochen. Es gibt bestimmte Faktoren für den Kühlleistungsbereich. Das sind natürlich zum einen mal die Bauweise. Umso massiver, umso besser kann natürlich ein Gebäude temperiert werden.
Ich will jetzt die Eigenwerbung nicht auf die Spitze treiben, aber Betonfertigteile eignen sich doch sehr gut dann in dem Fall, muss ich sagen. Natürlich, den Berechnungen werden die entsprechenden Klimadaten zugrunde gelegt, was Einfluss drauf hat auf die Berechnungen. Dann nicht zu unterschätzen die internen Wärmelasten. Wir als Nutzer, Beleuchtung oder die Gerätschaften, die bei uns in den Räumen, in den Häusern eingebracht wurden. Und das nicht zu unterschätzen, denn die gerade Geräte, wenn zwar alles effizienter, aber trotzdem haben wir hier eine enorme Wärmelast in den Nimm Räumlichkeiten. mal 500, 600 Watt Genau, Ingo, ne? Und pro die Person. Technik. Die Technik nimmt auch zu, ne? Genau, ja. Ja, und dann, ich habe es vorhin gezeigt am Bild, eben die externen Wärmelasten aufgrund der solaren Erträge. Wir hatten da in dem Bild vorhin ja eine schöne Fensterfront. Als die Sonne da reinknallt, ist natürlich dann enorme, enorme Energie aus der Sonne auch im Raum oder eben die Transmissionswärmeübertragung. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Faktor, die Anforderung an das Raumklima. Das Nutzerverlangen. Also was will der Kunde letztendlich an Einstellungen vornehmen? Wie stellt er sich seine Räumlichkeiten vor? Hier der Punkt, der fünfte Punkt hier auf der Folie, hat für mich eigentlich an erster Stelle zu stehen, muss ich sagen. Denn darum geht es letztendlich, den Kunden glücklich und zufrieden mit dem, was wir ihm erschaffen haben, zu stellen. Hier ein schönes Foto, das man ganz gern immer in der Präsentation einbaut. Das war in den Sommermonaten 2019 im Juni. Das hat unser Chef Ingo hat das Bild auch per WhatsApp geschickt bekommen von einem Kunden, der unsere DX-Therm-Decke und auch das Klimaprofil verbaut hat. Man muss dazu sagen, er hat auch weiter mit Betonfertigteilen gebaut, also sehr massiv. Deshalb ist hier die Temperatur, die hier angezeigt wird, natürlich auch entsprechend zeigbar. Man hatte draußen mollige 33 Grad, im Inneren hat er 25 Grad gemessen. Also da, wenn man dann von draußen, vom Garten oder wo auch immer ins Haus zurückkommt, fühlt dann die schönen 25, gekühlten 25 Grad am eigenen Leib. Da fühlt man sich richtig wohl, ist dann wirklich auch im Sommer, sag ich immer, ja, ratzfatz, putzmunter wieder im Haus. Und hat dann einfach ein gutes Gefühl. Zeigt man einfach ganz gern. Gehört zu jeder Präsentation, finde ich, Ingo, ne? Solche Bilder. Absolut, ja. Okay. Welche Anforderungen haben wir ans Heiz- und Kühlsystem? Gehe ich nur ganz kurz durch die Folie. Ja, geringer Energiebedarf, hohe Effizienz bedeutet hinten möglichst wenig rein, vorne viel rauskommen. Wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten mit Sicherheit noch wesentlich stärker beschäftigen. Da werden noch einige Weichen gestellt. Ja. Ja, die höchste Behaglichkeit, keine Zugerscheinungen, also dieses Gefühl, was unser letztendlicher Nutzer dann im Raum hat, muss natürlich auch höchstmöglich, ja, zufriedenstellend sein. Dann bedarfsgerechte Lösung für jahreszeitliche Anforderungen. Das heißt also, im Sommer wollen wir kühlen, im Winter müssen wir heizen. Die Denkweise muss einfach über das komplette Jahr in Zukunft erfolgen und eben wieder nutzerbedingte Anforderungen. Ganz wichtig, was will letztendlich der Bewohner des Hauses oder der Immobilie, welche Anforderungen er uns stellt, müssen wir umsetzen. Und auch hier wieder ein Punkt, der uns zukünftig stark beschäftigen wird. Ressourcenschonend zu bauen. Auch darüber denkt man natürlich in sämtlichen Branchen inzwischen stark nach. Und wir wiederholen uns zwar, aber heizen und kühlen in einem System, das heißt in unserer DX-Thermdecke, ein wasserbasiertes System, das sowohl im Heiz- als auch im Kühlfall eben mittels einer reversiblen Wärmepumpe betrieben werden kann. Dann schauen wir ein paar schöne Bildchen an. Da habe ich Ja, ein Objekt, Objekte. das von dir ja war. Ich übergebe dir mal gern, um ein paar Sätze dazu zu sagen. Ja, das ist die Hauptverwaltung von der SLT. Und zwar haben wir da 1200 Quadratmeter DX-Therm-Decke verbaut im EG und erstes OG und 6000 Meter Klimaprofil. Das heißt 9.600 Meter
Rohrleitung. Hier sieht man jetzt unsere DX-Heimdecke. Wie man sieht, noch ein Rohbauzustand, aber die Aufkleberchen, die sieht man noch. Hier haben wir in unserer Decke noch Vorrichtungen für die Beleuchtungstechnik, die dann später mal entstehen soll, mit integriert. So sieht es aus im Rohbauzustand. Ja. Genau. Was man dazu sagen muss, man sieht jetzt hier diesen Stützenwall, diese Montageunterstützung. Wir haben grundsätzlich ein System mit der DX-Decke, das ja unterstützungsfrei arbeiten, mit der man unterstützungsfrei arbeiten kann. Hier in dem Fall waren natürlich die Anforderungen etwas anders, sodass der Träger komplett durch das Gebäude, deswegen genau. Die Stützen. Ansonsten bräuchte man jetzt da keine Stützen, das ist richtig. Genau. Ist unser klassisches Einfeldsystem spannt ja von Wand zu Wand. Jetzt haben wir natürlich nur die Anforderung, wenn ein deckengleicher Sturz an den Fenstern vorhanden ist, dann müssen wir hier punktuell unterstützen. Sonst entfällt dieser Stützenwald. Hier waren eben die Anforderungen so, dass unterstützt werden musste. Ist im Normalfall allerdings etwas anders bei uns auf den Baustellen. Gut, Ingo. Nächstes Objekt übernehme ich, würde ich sagen. War ein Projekt, das ich nur zwei, drei Sätze dazu sagen möchte, habe ich selbst im technischen Büro noch betreuen dürfen. War ein Wohnpark in Polen drüben, auch den polnischen und auch den tschechischen Markt besetzen wir ja mit eigenen Handelsvertretern. Haben wir also vertrieblich erschlossen seit vielen Jahren. Hier war die Anforderung so, oder ist ja allgemein bei mehrgeschossigen Wohnungsbau so, die Anforderung ist so, dass eben die Anschlüsse nur die Externdecke in den entsprechenden Wohneinheiten liegen müssen. Das heißt also alles in der darunter liegenden Wohneinheit. Grundsätzlich ist bei uns so, dass die Anschlüsse oberseitig der Decke ausgeführt werden. Haben wir nachher auch noch ein paar schöne Bildchen dazu, in der es erklärt wird. Hier eben die Anforderung, jeweils in den Wohneinheiten, die damit genutzt werden, das auszuführen. Haben wir das Ganze dann gedreht, hier Lösungen entwickelt. Wollte ich eben nur mal mit dieser Folie aussprechen, dass also bestimmte Anforderungen, bestimmte Lösungen auch vorhanden sind. Die nächste Geschichte, das war ein richtiges Abenteuer für mich, durfte ich damals ebenfalls noch im technischen Büro begleiten. Und zwar war das ist Champions League gewesen, so muss ich sagen. Das war ein Objekt in Dubai. Da hat also ein echter Scheich. Ich durfte damals mit unserem Chef zweimal drüben sein. Das war ein, ich sage es nochmal, ein richtiger Scheich, wie ich es mir aus 1001 Nacht vorstelle, sage ich mal. Der hat hier eben seinen, das war nicht sein erstes Gebäude, aber der hat hier sich ein neues Wohnhaus gebaut mit Bedienstetentrakt. Wir haben hier die Decke über dem Erdgeschoss als auch über dem Obergeschoss mit einer DX-Dämmdecke verbauen dürfen. Man muss dazu sagen, der Kunde, der war sehr technikaffin, der hat übers Internet und über verschiedene Kanäle eben unsere DX-Timedecke entdeckt, hat sich dafür interessiert, gezeigt und dann nach anfänglichen Abtasten sind wir da eben mit ihm einig geworden und durften dieses Objekt durchführen mit ihm. Hab noch ein paar Baustellenbilder. Also ich habe es ja erwähnt, ich war zweimal da drüben, leider zur Bauzeit dann nicht mehr, nur eben zu Vorbesprechungen und zu technischen Klärungen, aber was man sagen muss, es ist eine andere Welt, klar, aber das System funktioniert selbst zu diesen extremen Bedingungen optimal. Wir haben immer noch Kontakt zu dem Scheich, war mal stärker, inzwischen vielleicht etwas weniger auch geworden, aber er fühlt sich wohl, es funktioniert, was das Wichtigste absolut ist. Ich denke, er hat da auch irgend so eine Besonderheit für sich geschaffen, die er gerne zeigt. Und ja, dass im Wüstenstaat Dubai eben unsere DX-Dämmdecke auch zum Laufen kommt, will ich eben mit diesen paar Bildern zeigen. Ja, Ingo, gehen wir mal in die Produktion. Werfen wir mal einen Blick in unsere Schalungen rein. Ich übergebe dir gerne mal das Wort dazu, um die nächsten paar Fotos zu erklären. Ja, also hier sieht man jetzt schön unsere Schalwanne direkt im Werk bei uns.
auch die Rohrleitungen schon vorverlegt. Die Styroporträger, man sieht hier, es sind die im Endeffekt immer Vor- und Rücklauf pro Heizkreis zu sehen. Somit immer rechts und links. Hier sieht man es auf dem Bild ein bisschen in Rot dargestellt, den Heizkreis bzw. den Styroporträger an der fertigen Decke. Ja, gut, dann wird es bei uns gelagert, zwischengelagert und dann verladen und dann direkt auf die Baustelle transportiert. Genau, Ingo. Was ich vielleicht noch Genau. ganz kurz zu dem oberen rechten Bild dazugeben möchte, ist, man sieht hier ja diese weißen Verdrängungskörper. Das sind ja die Auslässe oder die Anschlüsse eben Vor- und Rücklauf für das Rohrregister. Im Falle, dass unsere Decke über mehrere Räume spannt, das heißt also von Tragwand zu Tragwand spannt die Decke, mittels leichten Trennwänden ist unten drunter eine bestimmte Raumaufteilung eben entstanden, dann planen wir eben das Rohrregister so, dass die Decke oder dass das Rohrregister so eingelegt wird, dass jeder Raum einzeln angefahren wird und einzeln auch geschaltet werden kann. Das heißt also, wir haben keine durchlaufende Heizschlangen von A bis Z, sondern wir richten uns nach den Räumlichkeiten in der Planung, eben damit wir die Einzelraumschaltung generieren können. Ja, wichtig Okay. ist, dass es denn nicht nur eine Heizschlange wäre pro Raum, sondern dass man das natürlich entsprechend den Gegebenheiten oder den Bedarf, sagen wir es mal so, den Bedarf anpassen, ne? Also das heißt, demnach kann auch ein Raum 3, 4, ne? Richtig, also Ingo, Ja. waren wir jetzt in der Produktion? Kommen wir so langsam an die Baustelle, bitte. Genau. Hier sieht man es schön an den ersten zwei Bildern die Verlegung dann direkt vor Ort. Am dritten Bild sieht man jetzt nochmal den Styroporträger. Farblich markiert, das ist normal nicht farblich, aber jetzt für das Bild ein bisschen schöner zum Zeigen. Hier sieht man es wirklich nur mit dem Schraubenzieher, wird es rausgebrochen beispielsweise. Ne? Styropor. Ganz einfach, darunter ist dann unser Rohrsystem, ist ein Verbundrohrsystem, PERT-Rohr 16x2. Ja, also wirklich gängig für jeden Heizungsbauer, DIN geprüft bis 70 Grad. Ja. Hier sieht man es nochmal, dann die Verlegung. Auf der Decke dann, ne, bis zum Verteiler. Hier sieht man auch schön also die Kupplung unten. Also wenn man jetzt beispielsweise zwei Kreise zusammenfasst, ne, sieht man da schön. Genau, Ja. diese plattenübergreifenden Anschlüsse, die eben nach vorheriger Berechnung auch vorgegeben werden. Ich glaube, diese kurzen Verbindungsstücke sieht man hier ganz deutlich, ne? Ja, genau. Und dann im Endeffekt die Montage dann zum Heizkreisverteiler durch den Heizungsbauer ist im Endeffekt nichts anderes wie Fußbodenverteiler. Ne? Das ist exakt das Gleiche. Ne? Also wird er genauso montiert. Das heißt, für jeden Heizungsbauer bekannt. Genau, auch den hydraulischen Abgleich dazu, Ingo, stellen wir ja zur Verfügung. Genau, zum einen zur Verfügung, zum anderen können wir den auch technisch lösen. Genau. Ja. Richtig, also auch da haben wir mitgedacht und eben die entsprechende Dienstleistung der Berechnung mit vorzugeben. Und dann macht der Heizungsbauer nichts anderes, was er bei sonstigen Heizsystemen eben auch macht. Oder bei So ist es. Anschlüssen. Das heißt, dass Sie würden theoretisch von uns sogar das komplette System bekommen, wenn das gewünscht ist. Gut, jetzt kommen wir mal zum Worst Case. Mit einer Folie noch, Ingo. Was passiert, wenn ich die Deckenheizung anbohre? Ja, also man sieht es hier schön auf den drei Bildern. Wirklich Worst-Case-Szenario ist aber auch nicht wirklich
so schlimm, man stemmt es auf, lädt es frei, schneidet das treffende Bauteil oder das Stück raus, verseht es mit Pressmuffen, fügt es wieder zusammen und verkleidet es wieder bzw. verspachtelt es wieder neu. Ja, ist alles kein Hexenwerk, ist ein bisschen blöd und ein bisschen Arbeit, ne, für denjenigen, der stemmen muss, aber auch reparabel, wollen wir es mal so sagen. Genau, also ja. Das sollte nicht vorkommen. Wir sind ja immer bestrebt in der Planung schon. Dadurch, dass wir, wenn Fertigteile zum Einsatz kommen, bin ich der Meinung, sollte man den möglichen Fertigungsgrad oder Vorfertigungsgrad eben schon im Werk erzielen. Das heißt also, was Einbaugehäuse für Lampen, sonstige Kabeldurchführungen, was auch immer vorzusehen ist, das sollte man bei uns in der Planung einfließen lassen. Dann setzen wir das entsprechend im Fertigteil um. Somit, dass möglichst wenig an der Baustelle, an der Decke befestigt werden muss. Klar, wenn Ständerwände zum Beispiel noch angebracht wird, dann lassen wir bestimmte Abstände, die Rohrleitungen vorher weg, dass eben auch Bohrbereiche vorhanden sind. Ist alles eben in der Planung vorgedacht. Nur diese Bilder sagen es aus, es kommt vor und dafür sind wir gewappnet und können entsprechende Dienstleistung bieten. Genau. Gehen wir nochmal auf das Rohrsystem ein. Also, wie schon gesagt, ist ein Mehrschichtverbundrohr, deutsches Fabrikat, hat einen Alukern, DIN geprüft, druckfest bis 6 bar, temperaturbeständig, dauertemperaturbeständig bis 70 Grad, kurzzeitig bis 90. Also wie gesagt, für jeden Heizungsbauer bekannt eigentlich. Sollte es nicht der Fall sein, wir verleihen auch die Pressen theoretisch. Ja. Ja, ich denke, was wir hier einsetzen, ist absolut gängig auf dem Markt und nichts Besonderes, ne? Will man damit sagen. Ja, genau. Okay, Ingo. Das große Kapitel DX Timedecke schließen wir damit ab. Ein paar Folien haben wir noch. Und zwar behandeln wir noch das Klimaprofil, das Sie hier schon mal als Bild vor sich sehen. Das ist eben die Ergänzung zur DX Timedecke für den Trockenbau oder wo man weitergedacht hat, eben wir haben Geschossdecken oben im Dach, wird ausgebaut. Natürlich keine Betondecke zum Einsatz, sondern wir haben ja einen Dachstuhl. Was macht man da eben im Trockenbau? Kann die Funktionsweise der Deckenheizung mittels dem Klimaprofil weitergeführt werden? Oder, man sieht es hier auf den beiden Folien ganz schön, wie wir es vorhin erwähnt haben, punktuell eingesetzt. Ich bin schon ein bisschen auf Eingang. Hier zum Beispiel in dieser Duschnische als zusätzliche Wandheizung. Absolut genial, muss ich sagen. Da gehört sie hin. Und das schafft genau diesen Plus an Wohlfühlfaktor, den man sich vorstellt. So kann man den Klimaprofil auch einsetzen oder eben viele weitere Möglichkeiten. Hier nur ein Beispiel, aber hier finde ich es einfach genial eingesetzt und das sollte man sich vielleicht mal durchdenken. Genau, im Duschbereich genial. Genial, richtig, Ingo. Ja, wir selbst haben vor einiger Zeit bei uns in der Zentrale in Schlüsselfeld das technische Büro auf modernen Standard gebracht. Man muss sich vorstellen, das ist ein Flachdachgebäude, etwas in die Jahre gekommen. Über uns war also nur noch eine Decke und dann viel Sonne. Das heißt, in den Sommermonaten, ich und meine Kollegen damals, jeder hatte eine andere Idee. Der eine hatte eine Schüssel mit kaltem Wasser unterm Schreibtisch, der andere drei Propeller vor sich stehen. Alles letztendlich irgendwelche Störfaktoren, ne, wenn es bläst oder in irgendwelche Zuglufterscheinungen da quer durchs Büro treiben. Es war immer noch heiß, die Umgebung. Und dann eben kam der lang ersehnte Umbau. Das Klimaprofil wurde komplett ins technische Büro eingeführt. Ich habe hier noch ein paar mehr Bilder dazu. Oder das eine, sage ich mal. Eben das ganze technische Büro ist ja bei uns ein abgeschlossener Gebäudetrakt. Wenn man dann in den Sommermonaten, wenn ich dann hoch zu den Kollegen komme, mach die Tür auf zum technischen Büro rein. Du fühlst es einfach schon, wenn du von dem einen Gebäudeteil, der noch nicht damit ausgestattet ist, in diesen umgebauten Neubau eben kommst. Die Temperaturunterschiede sind enorm. Man fühlt es relativ schnell.
nach wenigen Metern im Flur, sage ich mal, merkt man schon, hier ist etwas anderes und es ist einfach angenehm. Und das drücken auch die Kollegen aus, die oben arbeiten müssen. Man ist vielleicht in der Nachmittagsstunden, als die Hitze am unerträglichsten war, sage ich jetzt mal, ist man immer noch leistungsfähiger. Und das ist eben einfach der Deckenheizung bzw. Deckenkühlung ja in dem Fall geschuldet. Hier sieht man ein Bild von dem Kollegen Ingo, den hast du ja schon beratend zur Seite gestanden. Das ist ja erst vor kurzem ausgeführt worden. Ich glaube, genau. Der hat sich ja nochmal eine Immobilie, ja. Eine etwas ältere Immobilie, hat er sich nochmal dran gemacht, umzubauen. Vielleicht willst du da noch ein, zwei Sätze dazu sagen, Ingo? Ja, man sieht ganz einfach, selbst bei der Modernisierung ist es ein super Produkt, das man einbinden kann als Alternative zur Fußbodenheizung. Hier sieht man es verlegt, also wir hatten jetzt in dem Fall konkret jedes Zimmer, also es war Zweifamilienhaus, jedes Zimmer mit einem Klimaprofil ausgestattet, also das ist wirklich komplett, die ganzen Heizungsrohre sind rausgekommen und überall ist die Deckenheizung verbaut worden. Bis auf, ich sage jetzt mal, das Bad, da haben wir zusätzlich noch die Fußbodenheizung mit einem zusätzlichen Kreis integriert. Ne? Genau, weil da die Heizlast ja entsprechend höher war und bei dem alten Gebäude wahrscheinlich ja dann irgendwo die Deckung erreicht werden muss. Ne? Ja, wobei ich sagen muss, das war eigentlich gar nicht so die Herausforderung. Also es war spielend erreichbar. Also die Leistung war in dem Fall nicht das Problem. Also das war locker erreichbar. Ne? Gut. Ja, jedes Zimmer eine Einzelraumregelung gehabt, also oder hat es jetzt. Hat es jetzt, ja. Schön gesagt, Ingo. Gut, wir kommen so langsam zum Ende des Webinars. Wir sind jetzt ein bisschen so in der Zusammenfassung. Hier nochmal unser Leistungspaket, was wir zur Decke, zum Klimaprofil anbieten. Das ist eben die Heizlastberechnung nach DIN. Also nicht nur eine schlichte Heizungsrohrnetzberechnung, sondern eben nach DIN ausgeführt. Die Kühllastberechnung, der hydraulische Abgleich und das Anschlusspaket. Ingo, ich glaube, da hast du ja, oder nein, nicht ich glaube, sondern ich weiß, du hast dazu in den letzten Wochen und Monaten ja noch einige Neuerungen dazu bei uns eingeführt. Genau. Eben diese Heizungszubehör. Vielleicht möchtest du mit nächster Folie mal kurz was dazu erzählen noch. Ja, ich habe das einfach noch ein bisschen abgerundet, beziehungsweise noch zur Vollständigkeit halt, aber eben das komplette System, dass wir es als komplette Einheit anbieten können. Das heißt, die Raumthermostaten sowie die Klemmleiste, als auch die Heizkreisverteiler oder Klemmringverschraubungen, die Fittings, das Rohr, eigentlich alles, was zu dem Paket Deckenheizung gehört, ist über uns aktuell auch zu erwerben. Genau, richtig. Einfach, um das Paket, wie du schon gesagt hast, abzurunden, nicht nur irgendwelche Betonfertigteile an die Baustelle zu bringen, sondern eben auch noch weitergedacht bis hin zu den Anschlüssen, Verteilern und Raumthermostaten. Finde ich gut. Genau, und ja, bisher war es eben so, immer der Heizungsbauer fragt, ja, wie viel Kreise brauche ich, ne? Und so hat er das alles komplett. Er kriegt von uns einen Anschlussplan, da sind die Rohrlängen komplett angegeben, also er braucht sich dann bloß noch um den Anschluss kümmern. Richtig. Wenn er das System von uns so nimmt, braucht er sich um den hydraulischen Abgleich nicht mal mehr kümmern. Das macht das System nämlich vollautomatisch. Sehr gut. Das fand ich, als du es vorgestellt hast hier im Kollegenkreis, dann fand ich wirklich eine Bereicherung, denn da hat es aufgehört bei uns bisher, ne? Bis du dann eben die ganze Sache in die Hand genommen hast und es eben vollendet hast, finde ich absolut spitze und ein Mehrwert für jeden Kunden, sage ich mal, wenn man hier noch die Sache abrundet. Genau. Gut, Ingo. Jo. Kurz und rundum zusammengefasst, also nochmal unsere Dennert Term-Familie, das heißt die DX-Decke oder auch, dass wir ein Schlüsselfeld ja herstellen, das sind die Spannbeton-Dielen, das heißt also für den
Für den Bereich, wo die Spannweiten dann etwas größer werden, ist es meistens natürlich der Einsatzbereich in der Industrie zu finden. Auch hier eben mit dem integrierten Heizrohrregister oder eben als Ergänzung mit dem Klimaprofil im Trockenbau. Und das Ganze unten, ich habe es noch mal ein bisschen verlinkt, auf www.dernet.de im Downloadbereich oder allgemein auf unseren Seiten, die wir dazu haben, können Sie sich noch weitergehende Informationen dazu holen. So, wir sind am Ende wirklich der Präsentationsfolien. Ich klicke nun auf die Chat-Funktion. Wenn Sie nun Fragen an uns richten möchten, können Sie das gerne tun. Wir gehen noch ein bisschen drauf ein. So, da kommt eine Frage rein. Man kann aber nur wenige Grade kühlen, oder? Wenige Grade ist von der Zahl her erstmal wenig. Ingo, korrigiere mich, wenn ich jetzt da was Falsches sage, weil wir haben es ja vorhin angesprochen, wir sind imstande, 5 Grad die Raumtemperatur abzusenken. Aber diese 5 Grad, Ingo, bestätige mich bitte dann, damit ich bestärkt bin in dem, was ich sage. Diese 5 Grad sind absolut, absolut viel in der Raumtemperierung. Wir machen ja keine Kühlräume oder Kühlschränke, sondern wir bauen ja Wohnräume, die jetzt nicht irgendwo vereisen sollen oder sonst irgendwo, dass man schockgefroren wird, sondern es ist eben eine Raumtemperierung, die eben bis zu 5 Grad absenken kann. Die Zahl 5 ist wenig, für den Raum ist es allerdings sehr viel. Sie klingt wenig, sagen wir es mal sie so. Sie klingt wenig, klingt genau wenig. Richtig. Vom körperlichen Gefühl her ist es schon viel. Richtig. So, ja, also du hast es ja vorhin mehrmals bestätigt und es ist wirklich, man läuft rein und man merkt, es ist sofort spürbar, also es ist angenehm spürbar. Angenehm spürbar, genau, richtig. Ja, ich weiß nicht, wie es noch besser ist. Aber ja, es ist halt nur ein Fünfer vorne dran, ne? Deswegen vielleicht ja, wenig. Keine Geräusche bei der, ja, genau. Und keine. Das ist wieder so ein typischer Fall, dann man muss es fühlen, Ingo. Ne? Man muss es vielleicht um sich überzeugen zu lassen, man muss es spüren. Man muss natürlich dazu, um es spüren zu können, vielleicht mal mit uns in Kontakt treten, dann kann man da irgendwelche Termine machen, um das dann sich zeigen zu lassen. So. Hier kommt noch eine rein. Mit wie viel Quadratmeter Kosten ist mit der Trockenbaudeckenheizung zu rechnen? Das heißt also, es bezieht sich aufs Klimaprofil. Ingo, kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Was das Paket kosten würde? Ja, das ich gehe da rein nur auf das Rohr und das Profil ein. Ich meine, es ist immer so ein bisschen, es kommt auf die Leistung an, die benötigt wird. Genau, dadurch ist ja auch der Abstand und sozusagen die Rohr und Menge an Klimaprofil, die man benötigt, steckt natürlich hinter der Leistung, was du meinst. Aber hast du da eine Zahl vielleicht? Ja, ich sage mal so ab 10 Euro, sagen wir eher 10, ab 10 Euro aufwärts pro Quadratmeter oder pro Meter eigentlich in dem Fall. Genau, da kommt es ja darauf an. Weil es ein Profil ist, in dem Fall pro Meter. Die Abstände richten sich ja nach, soll es nur heizen, soll es kühlen und heizen, das sind alles so Einflussfaktoren, die man ein bisschen beachten muss. Dementsprechend sind die Abstände, dementsprechend ist der Materialverbrauch höher, ne? Genau, was für Leistung brauche ich? Ja, also das ist, habe ich einen Kreis, habe ich zwei Kreise, habe ich drei Kreise? Es kommt auf ein paar verschiedene Faktoren an. Das gilt für uns, beziehungsweise für mich, die aufzunehmen und zu berücksichtigen. Dann kann ich Ihnen dann auch einen speziellen oder einen wirklich gezielten, detaillierten Preis nennen. Ne? Vorher, das bringt nichts. Jeder Raum hat einen unterschiedlichen Preis eigentlich. Hier ergänzt er seine Frage noch, der Herr. Nur die Profile? Fragezeichen. Heißt also, ohne die Leitungen nur die Profile preislich zu nennen wohl. Die Profile, ja. Aber ich sag so 10 Euro, also nur, wenn das Rohr nicht, habe ich jetzt verstanden. 8 Euro, sagen wir mal. Ne? Okay, also gut, gehen wir weiter. Ingo, da habe ich noch eins für dich. Die nächste würde ich machen. Was sind die Anforderungen an Deckenputz? Was muss man extra beachten? Die Anforderungen, ja, so schmal oder so
So dünn wie, also eigentlich brauchen wir keinen Putz mehr. Ne? Genau, richtig. Also unsere DX-Termdecke ist ja unterseitig so beschaffen. Wir nutzen ja in der Produktion Stahlschalungen, das heißt tapezierfähige Untersicht. Ich nenne da immer das, oder ich nehme da immer das, ganz gerne das Wort in den Mund, Baby-Bobo glatt. Das heißt also wirklich die Oberfläche, die nur noch mit einer Versiegelung und vielleicht einen Malervlies versehen werden muss, ohne irgendwelche Putze, die natürlich dann auch wieder Einfluss nehmen würden auf irgendwelche Leistungen. Das heißt also, Genau. den Aufbau so gering wie möglich halten und hier vielleicht eher mit dem Malervlies zu arbeiten. Dann, welche Spannweiten haben die Standarddecken? Es ist so, unsere DX-Termdecke ist ein typengeprüftes Bauteil. Wir haben also Spannweiten von 5,50 Meter, die noch problemlos zu machen sind. Es kommt natürlich auch immer wieder darauf an, auf die Sonderlasten aus Einzel- oder Linienlasten, die mit der Decke aufgenommen werden. Ich habe es vorhin bei den technischen Daten gesagt, wir sind in der Ausgangslage bei einer 20er Decke, steigen die Anforderungen, sind wir bei der 24er Decke. Das beeinflusst natürlich die Spannweite. Aber wir können natürlich auch bis 6 Meter im Flachdachbereich, bis 6,50, 7 Meter. Das ist natürlich dann mit der TX-Dämmdecke ohne weitere Belastung auch durchaus möglich. Soweit zu den Spannweiten. Aber wir haben, was ich nur ergänzen möchte zu der Frage, auch bei uns im Download-Bereich sind eben diese angesprochenen Typenprüfungen zu finden. Da können Sie sich entsprechend der Anforderung aus dem Aufbau die möglichen Spannweiten auch entnehmen oder eben gezielt an uns mit einem Plan und das Ganze prüfen lassen, wie wir das ausführen würden. Auch da können wir dann weiterhelfen. Okay. Die nächste Frage kann ich beantworten. Kann man Pharmazellplatten anbringen? Ja, kann man. Ist sogar gut. Dass wir von der Leistung her noch ein bisschen effektiver sind. Also, ja. Also grundsätzlich ist die Frage mit Ja Grundsätzlich. zu beantworten, ne? So wie ich dich jetzt Genau. verstehe. Ich hoffe. Gut, kommt noch eine rein, Ingo. Gibt es ein Musterhaus, in dem man die Termdecken erleben kann? Unser Musterhaus, ja. Es gibt, ja, jetzt muss man natürlich aufpassen, zu Corona-Zeiten, was jetzt ja die letzten 2 Jahre geprägt haben, ist es natürlich etwas ins Hintertreffen geraten. Aber grundsätzlich, wenn ich mich jetzt an die Zeit vorher erinnere, sage ich mal, haben wir Kundschaften eben das bei uns fühlen lassen oder entsprechend vielleicht war in der Nähe des jeweiligen Interessenten schon eine Baustelle, wo man dann mit ihm gemeinsam hingefahren ist. Ich würde die Frage grundsätzlich beantworten, dann, wenn Interesse besteht, eben sich mit uns in Kontakt zu schließen. Genau. Ah, da kommt noch eine Frage. Beim Flachdach werden die Rohranschlüsse über Flachdach unter der Dachdämmung geführt und kommen wieder ins Haus Richtung Verteiler reinkommen. Ist das okay oder gibt es elegante Lösungen? Ich gehe kurz darauf ein. Ingo, auch hier, korrigiere mich, Ja. falls ich jetzt irgendwas verzapfe, was nicht stimmt. Ich würde da kurz auf die Folie eingehen, die ich vorhin gezeigt habe mit dem Mehrfamilienhaus oder diese Wohneinheit in Polen, als man zur jeweiligen Wohneinheit nach unten die Auslässe geführt hat. Auch hier beim Flachdach. Es ist natürlich kontraproduktiv, wenn man Heizrohre ins Freie setzt. Auch hier würde ich vorschlagen, im Flachdachbereich die Ausführung der Anschlüsse nach unten zu setzen. So, das, die Frage war, dann musste ich aber jedes Zimmer einen Anschluss haben. Jeder Heizkreis muss natürlich einen Anschluss haben, ja, ist Genau, ja. richtig. Jawohl, die Frage dankend beantwortet. Ja, Ingo, ich sehe, die Teilnehmerzahl nimmt so langsam ab. Ja. Wie ich es eingangs gesagt habe, Sie haben natürlich die Möglichkeit, uns im Nachgang noch jederzeit zu kontaktieren. Sie bekommen die Präsentation zur Verfügung gestellt. Hier sind unsere Kontaktdaten hinterlegt. Die können Sie dann gerne verwenden. Oder auch jetzt über den Fragebogen, was im Anschluss hoffentlich von Ihnen noch ausgefüllt wird. Wir würden uns freuen, übrigens, möglichst viel Feedback zu bekommen. Auch hier können Sie noch Fragen an uns richten. Ja, melden Sie sich bei uns, wenn es was gibt. Gerne nehmen wir uns die Zeit. Ich denke, Ingo, für heute beenden wir unser Webinar. Genau. Ich bedanke mich bei dir, Ingo, für die Co-Moderation Ja, und bedanke mich sehr. vor allem bei den Teilnehmern, dass sie sich heute Nachmittag Zeit genommen haben, um mit uns das Thema DX-Termdecke und das Klimafrill durchzugehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft, bleiben Sie gesund und Ingo, übergebe das Schlusswort an dich.
Ja, danke auch von mir. Vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, also bei Fragen gerne noch im Nachgang beantwortet. Ja, ansonsten möchte ich mich auch verabschieden und sage bis zum nächsten Mal. Danke. Gut. Tschüss. Tschüss.